Ich bin der Freddy Bossart. Ich mache seit vielen Jahren in der Fabrik Konzerte, unter anderem auch das Taktlos-Festival. Ich bin Journalist von Haus aus, habe bei der Wochenzeitung geschafft und seit 1984 bin ich einer von dem Fabrik-Jazz-Team, das Taktlos organisiert. 1984, als die Fabrik noch relativ jung war, etwa 3 Jahre alt, war das erste. Vor etwa 10 Tagen war das 31. beziehungsweise 30 Jahre nach dem ersten. Am ersten Abend haben wir das Jubiläum des Sanra-Orchester gefeiert. Das war ein ganz spezieller Anlass. Am 22. Mai 1914 ist der Sanra in Birmingham, Alabama, auf den Planeten Erde gekommen, vom Saturn, wie man sagt. Und an dem Tag hat er seinen 100. Geburtstag gefeiert. Er ist vor vielen Jahren gestorben, aber seine Band lebt weiter. Und für die Band ist es natürlich ganz ein spezieller Tag, ein spezielles Datum. Und das hat man dann auch bei ihrer Musik gemerkt. Bandleader, der Marshall Allen, ist inzwischen auch 95 Jahre alt, hat am 25. Mai seinen 90. Geburtstag gefeiert. Und er hat die Band durch den Abend geführt. Die Mitglieder von der Band haben mir erzählt, sie täglich immer üben und machen nachher einen Plan für den Abend. Und dann gehen da Marshall Allen auf die Bühne und dann spielen sie komplett anderes Zeug. Und zwar so, wie er es ihnen vorgibt. Und das ist wahrscheinlich ein von Erfolgsgeheimnissen von dieser Band, dass sie nämlich da frisch und beweglich bleiben. Und das ist das, was wir eigentlich mit dem Taktlos auch wollen. Frisch und beweglich bleiben und immer wieder neue Bands, auch junge Bands, zu zeigen. Der Samstag war ein Beispiel dafür. Da hat zuerst eine Gruppe gespielt, Winch Weber Wohlfahrt. Der Christian Weber, ein Bassist aus Zürich. Christian Wohlfahrt, ein Schlagzeuger aus Zürich. Und der Michel Winch, ein Pianist aus Genf. Thank you.
Im zweiten Set hat man ein Duo gehört, das schon öfters in der Fabrik zu Gast war. Die Lausanner Pianistin Sylvie Courvoisier mit ihrem Mann zusammen, am Giger Marc Feldmann. Inzwischen wohnen sie beide in Brooklyn, sind geheiratet. Marc Feldmann hat inzwischen auch einen Schweizer Pass. Sylvie Courvoisier auch ein amerikanischer, also klassische Doppelbürger. Und als dritte Band hat eine junge Frauenband, ein Quartett aus Dänemark, aus Kopenhagen gespielt. Die heissen Zellhänter, zwei Schlagzeugerinnen, eine Saxophonistin und eine Posaunistin. Dazu viel Elektronik und das ist ja ein der Geist vom Taktlos, dass man auch Leute zu hören bekommt, die vielleicht zu schnell gerade in der Schweiz zu hören sind. Sie haben ein wunderbares Set gespielt, das der Abend abgeschlossen hat. Und was man auch sagen kann, es sind vier Musikerinnen, die etwa gleich alt sind wie ein Taktlos, das schon ein bisschen laufen konnte. 1984, aber noch nicht besonders gut. Ja, wir freuen uns, dass ihr hineinschaut, was in der Roten Fabrik so alles passiert. Wir machen weiter mit dem Taktlos. 2015 ist es zwischen dem 28. Mai und 30. Mai. Also wieder drei Tage wie in all den Jahren vorher. Und wir werden weitermachen. Einerseits Tradition pflegen und andererseits nach neuem Ausschau halten. Ciao zusammen.